Der große Knall im Wald, Absturz eines UFOs. In dem tiefen, dichten Wald, der von verschiedenen Tieren bewohnt wurde, waren Lila, die kleine Fledermaus, und Lenny, der schlaue Waschbär, das unzertrennliche Duo. Sie teilten viele Abenteuer miteinander, aber keines war so außergewöhnlich wie das Ereignis einer klaren Sommernacht. Während Lila und Lenny an ihrem Lieblingsplatz, einer kleinen Lichtung, saßen und die Sterne beobachteten, durchbrach plötzlich ein greller Lichtstrahl die Dunkelheit. Ein ohrenbetäubender Knall folgte, und ein silbriges Objekt stürzte mit Rauch und Funken nahe ihrer Lichtung zu Boden. Die Erde bebte, und die beiden Freunde duckten sich instinktiv. "Was war das?", flüsterte Lila, ihre großen Augen weit aufgerissen. Lenny, immer neugierig, wollte es genau wissen und schlug vor: "Lass uns vorsichtig nachsehen." Als sie die Lichtung betraten, sahen sie ein rundes, silbernes Objekt, das in der Mitte leicht qualmte. Es war definitiv kein gewöhnliches Flugobjekt aus ihrer Welt. "Ein UFO?", fragte Lila fasziniert. Bevor Lenny antworten konnte, öffnete sich eine Tür des Objekts, und ein kleines grünes Wesen trat heraus. Seine großen, runden Augen blickten ängstlich umher, bis sie auf Lila und Lenny fielen. "Ich bin Zara", sagte das Wesen mit zitternder Stimme. "Mein Raumschiff hat einen Fehler erlitten. Ich bin hier gestrandet." Lenny, immer bereit zu helfen, antwortete: "Wir werden dir helfen, Zara. Aber was können wir tun?" Zara erklärte, dass ihr Raumschiff spezielle Kristalle benötigte, die Energie lieferten. Und zufällig wuchsen solche Kristalle in diesem Wald. Lila, die mit ihrer Fähigkeit zu fliegen die Umgebung gut überblicken konnte, nahm Zara mit auf einen Flug, um die Kristalle zu suchen. Lenny machte sich derweil daran, das beschädigte UFO zu inspizieren. Nach Stunden intensiver Suche fanden Lila und Zara endlich die benötigten Kristalle an einem verborgenen Ort im Wald. Mit Lennys Geschick und Zaras technischem Wissen konnten sie das UFO reparieren. Während der Reparatur lernten sie mehr über Zaras Heimat und tauschten Geschichten aus. Die Sonne ging unter, und als das UFO bereit war abzuheben, versammelten sich viele Tiere des Waldes, um Zeuge dieses magischen Moments zu werden. Zara verabschiedete sich herzlich und versprach, in Kontakt zu bleiben. Das UFO stieg in den nächtlichen Himmel auf und verschwand in der Dunkelheit. Lila und Lenny blickten ihm nach und wussten, dass sie wieder ein unglaubliches Abenteuer zu erzählen hatten. Nachdem das UFO im Sternenhimmel verschwunden war, kehrten Lila und Lenny zu ihrem gemütlichen Unterschlupf zurück. Beide waren sich einig, dass dies eine der unglaublichsten Nächte ihres Lebens war. "Denkst du, sie kommt wieder?", fragte Lila und kuschelte sich in den flauschigen Schwanz von Lenny. "Vielleicht eines Tages", murmelte Lenny nachdenklich. "Ich hoffe, sie findet ihren Weg nach Hause." Tage vergingen, und das Leben im Wald kehrte zur Normalität zurück. Aber das Abenteuer mit Zara hatte Spuren hinterlassen. Es gab Geschichten von anderen Tieren, die leuchtende Lichter am Himmel sahen oder seltsame, metallische Gegenstände im Wald fanden. Es schien, als ob der Wald plötzlich ein Magnet für außerirdische Aktivitäten geworden war. Eines Tages, während Lila und Lenny nach Nahrung suchten, stolperten sie über ein seltsames Gerät. Es war ein kleiner, metallischer Würfel mit blinkenden Lichtern. Als Lenny es berührte, begann es zu vibrieren und eine holographische Karte erschien. "Das sieht aus wie eine Sternenkarte", rief Lila erstaunt aus. Lenny nickte. "Und schau, dort ist ein Punkt, der sich bewegt. Vielleicht ist es Zara?" Die beiden Freunde beschlossen, das Gerät mitzunehmen und es näher zu untersuchen. Sie stellten fest, dass es eine Art Kommunikator war. Als sie damit experimentierten, empfingen sie eine Nachricht von Zara. "Ich habe es nach Hause geschafft, danke euch. Dieser Kommunikator ist für euch, damit wir in Kontakt bleiben können. Es gibt so viele Wunder im Universum zu entdecken, und ich hoffe, wir können sie zusammen erkunden." Lila und Lenny waren überglücklich.
Nicht nur hatten sie eine außerirdische Freundin, sondern jetzt auch ein Gerät, um mit ihr zu kommunizieren und mehr über das Universum zu erfahren. Die nächsten Monate waren gefüllt mit spannenden Entdeckungen und Gesprächen mit Zara. Sie erzählte ihnen von fernen Galaxien, unbekannten Zivilisationen und den Mysterien des Universums. Und so, inmitten des Waldes auf der Erde, verbrachten eine kleine Fledermaus und ein schlauer Waschbär ihre Tage damit, die Geheimnisse des Kosmos zu erkunden. Es war der Beginn einer neuen Ära des Verständnisses und der Freundschaft zwischen den Welten. Monate vergingen, und das Wissen von Lila und Lenny über das Universum wuchs stetig. Es wurde zu einer Routine, abends am klaren Himmel zu sitzen und mit Zara zu kommunizieren. Sie erzählte ihnen von den Planeten, die sie besuchte, von schwarzen Löchern und von den unendlichen Weiten des Kosmos. Eines Abends, als der Sternenhimmel besonders klar war, flackerte der Kommunikator plötzlich und eine dringende Nachricht von Zara erreichte sie. Ich habe einen Notruf von einem befreundeten Raumschiff empfangen. Es hat Probleme mit seinem Antrieb und wird in eure Nähe stürzen. Ihr müsst euch in Sicherheit bringen. Lila und Lenny schauten sich besorgt an. Wir müssen die anderen Tiere warnen, rief Lila aus. Ohne zu zögern, flogen und rannten sie durch den Wald, alarmierten jeden, den sie trafen, und baten sie, sich in Sicherheit zu bringen. Mitten in der Nacht, als der Wald still war, sahen Lila und Lenny ein helles Licht am Himmel. Es wurde immer größer und lauter, und bald erkannten sie, dass es das abstürzende Raumschiff war. Mit einem ohrenbetäubenden Knall landete es auf einer großen Lichtung. Die beiden Freunde eilten sofort zur Absturzstelle. Das Raumschiff war beschädigt, aber stabil. Aus einer Luke kamen zwei Gestalten heraus, die anders aussahen als Zara, aber dennoch freundlich wirkten. Sie stellten sich als Xara und Jan vor, Reisende aus einer anderen Galaxie. Danke, dass ihr uns geholfen habt, sicher zu landen, sagte Xara. Wir haben euren Notruf gehört und versucht, das Schiff so zu steuern, dass niemand verletzt wird. Lenny nickte. Wir sind froh, dass ihr in Ordnung seid. Aber was können wir tun, um euch zu helfen? Jan zeigte auf den beschädigten Antrieb. Wir brauchen spezielle Mineralien, um den Antrieb zu reparieren. Aber sie sind hier auf der Erde selten. Lila dachte nach. Wir kennen den Wald gut. Vielleicht können wir helfen, diese Mineralien zu finden. Mit der Beschreibung der benötigten Mineralien machten sich Lila, Lenny, Xara und Jan auf den Weg. Nach vielen Abenteuern und mit der Hilfe von anderen Waldtieren fanden sie schließlich die seltenen Mineralien. Mit den Mineralien gelang es Xara und Jan, ihr Raumschiff zu reparieren. Als Dankeschön luden sie Lila und Lenny ein, sie auf eine kurze Reise durch das Universum zu begleiten. Beide waren begeistert und stimmten zu. Während ihrer Reise sahen sie Sterne, Planeten und Galaxien, von denen sie nie zu träumen gewagt hatten. Es war eine Erfahrung, die sie nie vergessen würden. Zurück auf der Erde verabschiedeten sich Xara und Jan und versprachen, wiederzukommen. Lila und Lenny saßen erneut unter dem Sternenhimmel und blickten hinauf, in die Unendlichkeit des Kosmos, in dem sie jetzt Freunde in weit entfernten Galaxien hatten. Es war ein Beweis dafür, dass Freundschaft keine Grenzen kennt.